Architekt Dave richtet eure weirden Grundrisse ein. Unter dem letzten Video hatten wir einen Vorschlag von einem Zimmer mit vier Ecken und keinem einzigen rechten Winkel. Das sollte so ungefähr aussehen in einer Trapezform. Zuerst, wie man es nicht macht. Der Schreibtisch ist in einer dunklen Ecke und der hohe Schrank fällt förmlich auf das Bett drauf. Und so machen wir es richtig. Nummer 1, der Schrank. Den stellen wir unten rechts an diese lange Wand. Dadurch eliminieren wir unten dieses spitze Eck. Wir machen mit dem Sideboard weiter und da fangen wir auch mit der anderen Seite gleich mal an und stellen es auch hier hin. Und dazu fehlt natürlich noch die Couch. Nun kann man ungestört von der Couch aus auf den Fernsehen auf dem Sideboard schauen. Und in diese spitze Ecke kann man beispielsweise eine Pflanze stellen, die nicht so viel Licht braucht. Das Bett in diesem Fall war so nicht gut. Wir stellen das Bett so rum hin. Das grande Finale mit dem Schreibtisch und Stuhl, den stellen wir hier nochmal an diese schräge Wand. Man hat seitlich genügend Licht und wird aber nicht gleich geblendet. Habt ihr noch andere weirde Zimmerformen bei euch?